Wie viel Biss beweist der junge Burgerbräter Julian? Zeig den Jungs und Mädels jetzt mal, wie das hier in Riegelsberg so läuft. Der Chef bringt Frisches auf den Tisch. Was wir zwei, glaube ich, anders erwartet hätten, waren die Bratkartoffeln. Dann war das halt eher Kartoffelspalten. Je mehr man was in einer Karte erklärt, je weniger wärst du angebatzt, ne? Das Gastro-Küken genießt keinen Welpenschutz. Der Crumble war mir persönlich ein bisschen zu trocken. Zu wenig Fett gewesen. Einfach zu trocken. Tag 4 unseres Burger-Battles im Saarland. Mit 38 von 40 Punkten führt gerade das Frischbiers. Und heute will Julian im Hüftgold köstlich hochstapeln. 12 Kilometer nördlich von Saarbrücken macht Spitzenkoch Mike Süßer heute in der 1000-Seelen-Gemeinde Riegelsberg den Burger-Test. So, ich brauche Jogging, ne? Tag 4 in unserem Burger-Wettkampf. Da passt mir ja der Name vom Restaurant genau richtig. Hüftgold habe ich auch bekommen die letzten 3 Tage. Ne? Also, sitzt dort das Restaurant mitten in der City, ne? Ist echt cool. Ja, und der liebe Julian, der Jüngste mit 23 in der Runde, ist gelernter Koch. Das hat man auch wirklich gemerkt. Der kennt sich richtig aus, ein ruhiger Typ. Aber nichtsdestotrotz legt er richtig einen drauf, hoffe ich. Also, guten Burger, was dazu gehört, wissen wir mittlerweile. Gutes Bun, gutes Patty, das Drumherum, Sidekicks darf auch lecker sein. Also, ich freue mich drauf. Rund 20 Mitbewerber buhlten damals um diesen begehrten Standort. Julians hüftgoldiges Konzept hat am Ende alle überzeugt. Also, mein Lokal, was das so besonders macht, ist halt einfach das Alter von mir. Also ich glaube, am Anfang haben wir deswegen auch ziemlich viel Hate abbekommen, weil gerade in einem Vorort so jung so ein Haus sich anzumieten, zeugt von Provokation. Viele denken ja, das ist nur ein Burgerrestaurant. Aber als wir hierher gezogen sind, haben wir natürlich viel mehr auf die Karte bekommen. Wir haben Pasta, wir haben Steaks, wir haben hochwertiges Fleisch und achten natürlich auch sehr viel auf die Soßen. Ne? Also die sind halt auch alle hausgemacht und relativ aufwendig. Es ist jetzt nicht so, als würden wir nur Ketchup und Mayo draufschmieren. Unterm Strich will ich eigentlich nur, dass hier jeder zufrieden ist. Also egal, ob jetzt 15-, 16-Jährige, die hier erst das Date haben, bis zu halt 60-Jährige, die halt hier sonntagmittags ein Steak essen wollen oder so. Oder ein Schnitzel. So, moin, moin. So, ah, servus. Jetzt. Servus. Hallo, Julian. Grüß dich. Ja. Julian, hi. Freut mich, freut mich. Also das Ding, ich habe jetzt gleich mal gesagt, das liegt ja Bomben. Ne? Das ist ja so, zentraler geht's nicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also beste Lage in Riegelsberg, ja. Im November letzten Jahres hat der gelernte Koch den coolen Kubus mit der lässigen Inneneinrichtung eröffnet. Hippe Bude, sage ich jetzt mal, oder? Auf jeden Fall, ist modern. Ja, sehr modern, sehr so ein bisschen so Industrial-Style gemacht mit Plakaten, also mit den Tapeten und sowas, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, es muss seine Liebhaber finden. Es hat auch was Kühles einfach. Ne? Es ist einfach nur ein bisschen so dieses warme Ankommen hat es nicht. Das hat so, es kommt schnell rein, ist und aber dann schleicht dich. Ne? Weil das zu modern dann vielleicht auf viele wirkt. Ne? So, erste Etage. Boah, wow. Okay. Ja, nicht schlecht. Wie viele Sitzplätze hast du denn jetzt da? Oben und unten zusammen macht einiges, ne? 60, 70? Ja, so 70. Ne? Also bei 70 wird schon eng. Also wenn wir zweimal ausgebucht sind am Wochenende, wird es noch enger. Also, gut. Brauchst dich bei Burger nicht verstecken. Hast ja einiges erlebt. Ja. Und jetzt kriege ich einen um die Ohren, oder? Im besten Fall, ja. Also, wo ist die Küche? Nee, unten im Keller. Fahrstuhl sagt unten. Ja. Ja. Okay, komm, gehen wir. Alles klar. Inhaber Julian hat auch in der Küche das Kommando. Der Chef und Koch hat einige Aushilfen zur Unterstützung. So, hoi hoi. Auch genauso überraschend, ne? Also, das ist schon alles cool hier, oder? Ja, man kann damit arbeiten. Das finde ich schon. Es ist effektiv, es ist klein, aber kompakt. Julian lebt und arbeitet gerne schnörkellos. Der junge Gastronom steht auf moderne Geradlinigkeit. Die Küche schaut ja genauso geschleckt aus wie der Laden oben, ne? Das meine ich aber jetzt wirklich. Also auch alles fein, alles edel, alles sauber, alles. Aber Karl, ne? Weißt du, so wo ich das irgendwie geht mir das ganze Leben in dem Laden ab. Vielleicht liegt das aber auch an dem Typus. Er ist wirklich ein ruhiger, in sich kehrender Mensch und so wirkt der Laden halt auch, ne? Okay, wir sind in der Burgerwoche. Heute du machst mit meinem Burger. Was für einen Burger bekomme ich? Wie heißt der Laden nochmal? Welcher? Hier. Deiner?
Ja. Hüftgold? Ja, der Hüftgold-Burger. Ach du Scheiße. Das, was richtig gleich mal drauf brennt, oder wie? Ja, ich gehe mal schwer davon aus. Ich zieh meinen Magen ein, okay. Oh, lass das! Mann, du. Das soll doch jeder mitkriegen. Entschuldigung. Beim Burger zählen die inneren Werte. Spitzenkoch Mike kann man mit billigen Hack-Patties nicht überzeugen. Also, wir kriegen das Fleisch von, also bereits schon durchgelassen, von unserem Metzger. Und das ist Rind von der Region jetzt irgendwo oder ist das irgendwie ein besonderes? Nee. Also wir holen das von einem relativ großen Metzger hier aus der Gegend. Und da ist die Qualität halt auch immer gleich. Okay, aber der bezieht deutsches Rind oder ist das argentinisches oder das irgendwas? Ist, das ist US-amerikanisches. US-amerikanisches, okay, alles klar. Ich sag immer, regional ist geil und immer das Beste. Aber ich liebe auch ein amerikanisches Steak. Aber ich verstehe nicht, wieso man amerikanisches, irisches, australisches Fleisch von woanders zu Burger-Patties macht. Ich behaupte, das braucht die Welt nicht. Gestern Rind aus Deutschland, Halsbereich, Bombe. Abwarten. Aufs Brötchen kommt jetzt noch Zwiebeln. Am Ende macht die Kombination der Zutaten den Burger fett. Letzteres darf man in dieser Küche übrigens nicht sein. Zwei Scheiben Cheddar. Und ab in die warme Sonne. So, du kannst schon gerne die anderen Sachen und Teller herrichten und alles, oder? Nee, wir brauchen noch Bacon, wir brauchen Ei. Ah, okay, dann mal los. Wir brauchen noch die Fritten. Na, auf geht's. Das Hüftgold ist kein reines Burgerlokal, aber die Stapelkost ist ein Verkaufshit, kurz hinter Currywurst. Also ich sag dir mal was, ich mache 1200 Burger die Woche. Mhm. Ehrlich? Wenn, warte, Gratulation. Dankeschön. 1200 Burger. Was kosten Burger im Schnitt? Ich denke so zwischen 10 und 13. Also da sind wir schon auf einem Niveau, was die mit dem goldenen M machen, ne? Sag ich jetzt. Die machen auch mehr natürlich, aber 1200. Aber da nicht ein bisschen einen draufgelegt haben? Der Burger allein macht noch keinen Sieger. Auch die Beilagen müssen punkten. Weißt du was, ich lasse dich in Ruhe, suche mir schön Platz. Der Burger ist gleich fertig, die Pommes tauchen, Speckbraten, Eibraten, kenne ich schon, kannst du mir zutrauen. Und dann bringst du mir den so dekoriert, so wie du den servierst. Ja, ja, ich habe Punkte im Gepäck. Sehr gut. Okay, dann kannst du in Ruhe arbeiten. Gastgeber Julian ist ein ruhiger, besonnener Perfektionist. Behält der tiefenentspannte Burgerbauer heute die Nerven? Ich gehe schwer davon aus, dass es eine vernünftige Qualität ist, die ich bei ihm abliefern werde. Ne? Und dass ihm auf jeden Fall gefallen wird. Der Hüftgold-Burger muss schon eine goldige Glanzleistung sein, um Mike zu überzeugen. Einen Dip gibt's nicht für die Pommes so automatisch. Muss ich bestellen. Muss man bestellen, ja. Ah, muss man bestellen. Mhm. Ja, hab ich nicht bestellt. Ne? Was frage ich auch so doof, ne? Einen Burger habe ich auch nicht bestellt übrigens, ne? Probier mal. Ist nicht ganz durch, ne? Ja, hat's ein bisschen zu eilig bei dir. Bisschen zu eilig bei mir. Ja, wenn es nachher bei den anderen mit mehr Zeit machst, dann ist ja okay. Mit mir kann man es ja machen, ne? Genau so ist es. Alter Schwert, ja. Man merkt schon, wie ich so langsam umschwenke. Ne? Mit mir kann man es ja machen. Er nimmt das alles. Man hat, bekommt irgendwann das Gefühl, man wird gar nicht so richtig ernst genommen. Ne? Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass, wenn das im Wettkampf jetzt so durchzieht, dann kommt das nicht gut an. Ne? Den Pommes fehlt Garzeit und ein Dip. Um unseren Profi noch zu begeistern, muss der Burger jetzt absolut perfekt sein. Bei dir ist es so, vom Burger her, also das Burger-Patty ist auf jeden Fall auch durch. Ich werde mal noch mal das durchschneiden. Ich sag mal so, es ist eigentlich auch, du bist halt viel sicherer und safer, ne? Sag ich ja, jetzt auf jeden mal. Fall. Das ist durch. Mit den Schmelzzwiebeln so, das schmeckt ganz fein. Hier muss ich sagen, bei dir, die Soße schmeckt in der Kombination sehr gut. Ne? Also dieses Fruchtige natürlich, dann dieses Gurkenwasser schmecke ich schön raus. Du hast eine frische Gewürz, also eine Gewürzgurke noch mit reingelegt und dann kommt das alles ganz gut zur Geltung. Ne? Ja. Pommes ist ein Produkt, da brauche ich jetzt nicht viel sagen. Kann man so kaufen. War jetzt leider nicht ganz durchgebacken. Zu eilig, zu schnell. Also die Kombination als Burger, völlig in Ordnung. Ich habe 10 Punkte im Gepäck. Und ich kann dir keine 10 Punkte geben, das kann ich jetzt schon sagen. Weil dann will ich sehen, wie der Bun gemacht wird. Dann will ich sehen, wie das Patty gemacht wird. Dann will ich sehen, wie die Mayonnaise selber hochgezogen wird und die Tippsoßen daraus abgeleitet werden. Also da nicht falsch verstehen, nur dass ich ehrlich bin. Cool, respektiere ich. Ich denke trotzdem, es sind so 7, 8 Punkte. Ja, ist trotzdem vernünftig, solange mir keiner 2 reindrückt, ne, weil ich echt gar nicht verstehen kann. Ist alles gut.
So, ihr Lieben. Also, an dieser Lage, ja, das ist ja Wahnsinn. Ich verstehe schon, dass hier mal 800, 900, mittlerweile bis zu 1200, 1300 Burger die Woche gehen. So, da habe ich dann Verständnis, wenn man Burger Bun, Burger Patty nicht mehr selber macht, okay? Das geht dann in der kleinen Küche einfach unter, funktioniert nicht mehr. Für mich in der Woche, für den Burger Spezial, für euch, muss ich das natürlich ein bisschen mit einstricken, ne? Was ich schon gesehen habe, was morgen noch auf mich zukommt, okay? Für heute wünsche ich ihm eines. Emotion. Leidenschaft, die hat er sicher, aber ich will sie sehen, ich will sie leben, ich will sie spüren. Und ich hoffe, dass er heute den einen oder anderen Grinser mal raushaut hier im Wettkampf. Also, alles Liebe.